den Reigen der Gesundheitssprecher, schließt Dagmar Berlakovic-Jenewein, FPÖ. Frau Minister, Herr Bundesminister, ja, es ist jetzt ein bisschen schwierig, auf diese dringliche Anfrage wirklich einzugehen, weil also irgendwo ist das eine Anfrage, die sozusagen allumfassend ist. Es sind ja Fragen aus dem Gesundheitsbereich, es sind Fragen aus dem Sozialbereich, es sind Fragen aus dem Wissenschaftsbereich. Der Kollege Strolz hat dann auch noch eine Verwaltungsreform angeregt, eine Föderalismusreform angeregt, Anregungen an den Finanzminister gegeben. Also es ist irgendwie eine Kraut- und Rüben-Anfrage. Ich werde versuchen, jetzt ein bisschen einen Faden für mich selbst zu bringen, aber ich muss jetzt ehrlicherweise sagen, es ist schwierig. Die Frau Bundesministerin ist jetzt seit wenigen Wochen im Amt, das heißt in Wahrheit, das, was es an Baustellen im Gesundheitsbereich gibt, hat sie noch nicht wirklich ganz zu verantworten. Ich meine, man kann natürlich schon sagen, sie war vorher als Abgeordnete dabei, ja, das stimmt, aber in Wahrheit ist sie jetzt die Baustellenkoordinatorin und hat das übernommen von ihrem Vorgänger. Ich beginne mal mit der Gesundheitsreform, weil die geistert ja hier immer herum. Mein Vorredner, Kollege Rasinger, hat gesagt, nach der Reform ist vor der Reform. Frau Bundesminister, Sie haben in einem Radiointerview vor einer Woche gesagt, Sie rechnen damit, dass im Jahr 2016 1% der Bevölkerung etwas von der Gesundheitsreform spüren wird. Ich mache Ihnen das jetzt nicht ganz zum Vorwurf, nur sehr ambitioniert klingt das nicht, denn wenn es in dem Tempo weitergeht, brauchen wir noch weitere 100 Jahre, bis die Gesundheitsreform umgesetzt ist. Also ich glaube, das kann auch nicht ganz der richtige Weg sein. Das liegt aber vielleicht auch daran, dass es in Wahrheit keine ganz großartige Reform gibt, so wie sich das die Menschen erwartet haben. Eine wirkliche Strukturreform, wo man beispielsweise auch Finanzströme bündelt. Das alles, diese Chance ist leider Gottes vertan worden. Also da muss man schon sagen, da hat also die Gesundheitspolitik der letzten Jahre ein bisschen einen Bluff geliefert. Und es ist eben für mich jetzt wahnsinnig schwer, Herr Kollege Loack, auch wenn Sie ungläubig schauen, aber die Frau Kollegin Oberhauser ist jetzt seit wenigen Wochen im Amt. Sie hat es nicht allein zu verantworten, wenn auch, wie gesagt, einschränkend, sie war natürlich als Abgeordnete dabei. Oder auch Elga. Elga ist natürlich eine Baustelle. Elga wurde ja verschoben. Ich persönlich habe, wir als Freiheitliche haben es auch immer abgelehnt. Ich stehe auch dazu. Es ist auch etwas, was ich heute wieder ablehnen würde. Tatsache war, es hat die Mehrheit dieses Hauses beschlossen. Und zwar eine sehr große Mehrheit, muss man auch sagen. Unsere Warnungen, dass es also, dass die Datenschutzsicherheit nicht gegeben ist, haben sich bestätigt. Das ist auch der Grund, warum Elga um ein Jahr verschoben werden musste. Wir werden einmal schauen, ob es 2016 überhaupt wirklich in Kraft treten kann. Auch das ist noch nicht sicher. Das heißt, auch das war ein Pfusch, der hier abgeliefert worden ist. Aber auch das war unter einem anderen Gesundheitsminister. Oder das SPÖ-Wahlkampfprojekt, die Gratis-Zahlenspange, die zwar hier herinnen beschlossen worden ist, aber die Finanzierung bis heute nicht steht. Es gab jetzt einmal so Verhandlungsrunden von einem Endergebnis, von einer Finanzierung weit, weit weg. Auch das ist jetzt nicht die Schuld der jetzigen Gesundheitsministerin. Das war auch eine populistische Ansage ihres Vorgängers, die er dann versucht hat, irgendwie umzusetzen, was er damals auch nicht geschafft hat, war nämlich die Finanzierung vor der Beschlussfassung hier zu regeln. Daher ist auch das eine Baustelle, die geblieben ist. Das Brustkrebs-Screening-Programm, im Übrigen auch nicht von der Frau Bundesminister Oberhauser eingeführt, sondern auch von ihrem Vorgänger. Ich gebe auch zu, ich habe es auch im Ausschuss gesagt, wir hatten ja erst kürzlich Ausschuss und wir haben ja morgen eine große Gesundheitsdebatte hier herinnen, wo wir all diese Themen ja besprechen hätten können. Wir haben auch im Ausschuss sehr vieles besprochen, aber jetzt gerade Brustkrebs-Screening-Programm wurde repariert. Es sind immer noch Dinge, die wir kritisieren, ist aber nicht von der Frau Bundesminister Oberhauser gemacht worden. Und sie selbst hat es auch kritisiert, dass es vor allem, übrigens schon lang noch vor der Reparatur, hat sie gesagt, die Startschwierigkeiten sind enorm. Das hat sie noch in ihrer Funktion als Abgeordnete damals gesagt, hat sie jetzt als Ministerin wiederholt. Ist schwierig, ihr vorzuhalten. Der Ärztemangel. Ärztemangel ist sicherlich ein Thema. Und Frau Bundesministerin, Sie haben gesagt, Sie haben auch aus anderen Ressorts alle Fragen beantwortet. Das stimmt, mit Ausnahme einer einzigen. Sie wissen nicht, wie viele Absolventen es gibt. Ich glaube, das ist schon ein wesentliches Thema, das wir natürlich haben, gerade in Zukunft. Vor allem auch gerade jetzt vor dem Hintergrund, dass wir also morgen das neue Ärzteausbildungsgesetz beschließen werden, das ja darauf abzielen soll, mehr Ärzte, also mehr Jungmediziner im Land zu halten und die Abwanderung nach Deutschland hier aufzuhalten. Im Zusammenhang damit wäre es natürlich schon interessant gewesen. Und in diesem Zusammenhang ist es auch nicht ganz nachvollziehbar, dass Sie es nicht wissen, wie viele Absolventen wir ungefähr haben. Tatsache ist, wir bilden halt auch nicht genügend aus. Es wird sich zeigen,
Sie wissen, wir haben diesem Gesetzesvorwurf und diesem Gesetzesvorentwurf bzw. in diesem Gesetz, dieser Materie nicht zugestimmt im Ausschuss. Wir werden auch morgen hier herinnen dem nicht zustimmen, weil wir nicht glauben, dass es effizient genug ist und weil vor allem auch die Finanzierung der Lehrpraxis nicht gegeben ist. Ich meine, ich möchte auch nicht der Diskussion von morgen jetzt hier herinnen vorgreifen. Aber das ist etwas, da könnte man natürlich sagen, da könnten Sie sich vielleicht noch ein bisschen kundig machen, vielleicht könnten Sie uns morgen die Zahlen noch geben. Das einzige Thema, wo die Frau Bundesminister Oberhauser jetzt sozusagen wirklich betroffen wäre, weil es jetzt in ihre Ägide gefallen ist, das wäre die Geschichte Ebola gewesen. Das hätten Sie vielleicht zu einem Thema machen können, das wäre vielleicht ein interessantes Thema auch gewesen. Möglicherweise auch nicht ganz so technisch wie Ihre dringliche Anfrage, weil ich habe manchmal den Eindruck gehabt, also bei den Fragen, und auch die Beantwortung, die dementsprechend technisch gekommen ist, zu Hause haben die Leute die Fernsehschirme abgeschalten, weil sie nichts mehr verstanden haben. Weil da wird einfach nur mit irgendwelchen Begriffen herumgeschmissen. Und ich glaube, es ist schade gewesen. Man hätte hier sicherlich eine ordentliche Anfrage geben können. Auch eine dringliche Anfrage an die Frau Gesundheitsministerin hätten Sie stellen können. Allerdings dann ein bisschen irgendwo Sie Dinge fragen, für die sie auch zuständig ist. Weil Sie haben beispielsweise die Krankenkassensanierung die Krankenkassen gefragt. Jetzt wissen Sie schon, und das ist natürlich eine Kompetenzproblematik, aber ein Teil liegt nun mal im Sozialbereich und ein Teil liegt im Gesundheitsbereich. Und Sie selbst schreiben, bei manchen Fragen im Sozialausschuss wurde. Also Sie wissen ja selbst, dass Sie Fragen gestellt haben, die hier nicht hergehören. Und das Ganze, was mir nicht ganz klar ist, wir haben morgen nicht nur die Gesundheitsdebatte, wir haben morgen die Sozialdebatte. Und Sie stellen eine Anfrage, die in Wahrheit diesen Debatten vorgreifen könnte. Alles aber nur halb, weil wir die Gesetzesmaterien, die zu beschließen sind, ja gar nicht hier haben. Also das ist eigentlich so eine Halbdebatte, so eine seichte Debatte, die nicht in die Tiefe geht, wo Sie versuchen, irgendetwas herauszubekommen, wobei ich persönlich Ihre Intention nicht verstanden habe, was Sie mit dieser dringlichen Anfrage denn eigentlich wissen möchten. Also das ist mir persönlich nicht ganz klar gewesen. Ich möchte jetzt aber schon eines noch sagen, und das ist mir wirklich ein Anliegen, weil ich glaube, dass wenn wir schon die Frau Gesundheitsminister hier haben, dass wir auch über ein Problem reden sollten, nämlich das ist Ebola. Und das tut mir wahnsinnig leid, dass Sie das nicht heraufgebracht haben. Die Frau Bundesminister war ja in den Medien sehr präsent, weil es auch ein Thema ist, das die Menschen bewegt. Nämlich weit mehr bewegt als die Frage, welchen Nutzen die Patienten haben über, weiß ich jetzt nicht, Best Point of Service. Das sind Dinge, damit können die Leute gar nichts anfangen. Die wollen eine gute Versorgung haben. Die wollen, dass die Versorgung effizient ist und richtig ist. Und dazu noch eine Ergänzung zum Kollegen Rasinger möchte ich Ihnen schon auch noch sagen. Sie haben in Österreich innerhalb von 2 Stunden kann jeder Patient zu einem Facharzt kommen, egal welche Krankheit Sie haben. Und das haben Sie in keinem anderen Land der Welt. Das ist etwas, das sollten Sie einmal hochhalten. Also bei aller Kritik, die man an einzelnen Dingen im Gesundheitswesen üben kann, das muss ich Ihnen schon sagen. Und da gibt es vieles, was wir auch immer wieder kritisieren. Aber insgesamt ist die Tendenz und die Richtung unseres Gesundheitswesens kein schlechter. Also das würde ich meinen, das sollten wir uns auch immer, da sollten wir auch gemeinsam stolz drauf sein. Aber wir müssen uns verbessern in manchen Bereichen, das ist völlig richtig. Aber jetzt ganz kurz zu Ebola. Frau Bundesminister, es hat mich eigentlich fast überrascht, dass Sie heute hierzu nichts gesagt haben. Sie haben es für morgen angekündigt. Hätte es vielleicht diese Debatte etwas interessanter auch gemacht. Ich glaube, bei Ebola ist natürlich sehr viel schiefgelaufen. Was uns ein bisschen irritiert, und ich hoffe, Sie erzählen uns das morgen genau, das war ja auch das Treffen der Gesundheitsminister der EU, das auch teilweise von sehr, sehr kritisch beäugt worden ist. So spricht beispielsweise eine britische Expertin davon, dass das also nur eine plumpe Methode ist, um die Menschen zu beruhigen. Dass es also hier Fiebermessungen auf den Ankunftsflughäfen in Wahrheit gar nichts bringen. Das sind nur so vorgeschobene Maßnahmen, um ein Sicherheitsgefühl zu gewährleisten. Sinnvoller wäre es, und das steht in der Zeit, die Zeit bezieht sich da auf die Aussage des einer Expertengruppe rund um Kamran Khan, der sagt, also das gibt nur ein Gefühl der Sicherheit. Tatsächlich ist die Wirksamkeit marginal. Sicherer wäre die
Kontrolle an der Epidemie der Quelle. Und das heißt, man müsste die drei betroffenen Länder, die Flughäfen in den drei betroffenen Ländern, man müsste eben diese sperren. Das wäre eben in Guinea, Liberia und Sierra Leone und so weiter. Da würde mich dann interessieren, vielleicht könnten Sie das für morgen auch noch ein bisschen vorbereiten, wenn Sie dann sprechen. Gibt es da von der EU Bestrebungen, dass man auch mit den betroffenen Staaten auch Kontakt dahingehend aufnimmt? Ob es vielleicht diese Möglichkeit gibt, dass man schaut, dass man die Seuche an ihrer Quelle sozusagen abfängt, überprüft und nicht dann, wenn sie sozusagen eh schon, wenn jemand schon im Flugzeug gewesen ist, erst einmal am Empfangsort sozusagen abfängt. Ich glaube, das wäre etwas, was sicherlich interessant wäre. Insofern, so viel zu dieser dringlichen Anfrage, mehr habe ich dazu ehrlich gesagt nicht zu sagen, weil sie eben kompliziert war. Danke für Ihre Ausführungen, Frau Bundesminister, danke für Ihre genauen Antworten. Und vielleicht können wir für morgen noch erfahren, wie viele Absolventen es jährlich beim Medizinstudium gibt. Sagt die Gesundheitssprecherin der FPÖ Dagmar Belakovic-Jenewein. Sie lobt ein gutes Gesundheitssystem in Österreich, das trotzdem einer großen Strukturreform bedarf. Die Gesundheitsakte Elga sei nach wie vor eine Baustelle.